Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Sie fühlen sich wie im Knast? Nein, Sie fühlen sich nicht wie im Knast, Sie sind im Knast. Woran Sie das erkennen können? An diversen Äußerungen unserer politischen Elite. Die spricht von Lockerungen. Lockerungen ist die Sprache, die man im Knast verwendet. Und es gibt viele andere Beispiele dafür. Ja? Und es wird Zeit, dass es aufhört. Wir haben hier als Bevölkerung Rechte, die wir wahrnehmen dürfen. Und die stehen zuallerlaoberst im Grundgesetz. Und das kann man auch nicht aushebeln. Das kann man nicht aushebeln mit Infektionsschutz. Schon gar nicht über Wochen, Monate, Jahre. Und wenn man das tut, dann braucht es eine breite gesellschaftliche Debatte. Dann braucht es entsprechende Debatten im Bundestag. Und nicht eine kleine Clique, die sich ermächtigt, alles zu tun, was ihnen gerade einfällt. Diese Einfältigen sollte man dringendst und immer wieder und den ganzen Tag erinnern, dass sie hier eine Pflicht zu erfüllen haben, die sie sich selbst auferlegt haben, indem sie ihren Eid geschworen haben gegenüber der deutschen Bevölkerung, die sie zu vertreten haben und deren Rechte sie zu schützen haben. Sie haben uns unsere Rechte nicht wegzunehmen, sie haben unsere Rechte zu schützen. Und wenn sie das nicht tun, dann sollte sich die Bevölkerung erinnern, dass der Souverän nicht die Regierung ist, sondern die Bevölkerung. In diesem Fall in Deutschland. Und wir haben Rechte und die können wir wahrnehmen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Ja? Bitteschön. Jeder darf Nein sagen zu den alltäglichen Zumutungen dieser Leute. Jeder darf sagen, was er, sie, es gerne möchte. Und ich hoffe, dass Sie, dass jetzt die mir hier zuschauen, alle tun, Klartext reden, Rechte wahrnehmen und Nein sagen an den Stellen, wo es hingehört. Ja? Und dann drehen wir das Ganze mal um und dann sind nicht mehr wir im Knast, sondern die, die sich nicht an das Grundgesetz halten. Ich vertrete hier das Grundgesetz, dass das schon mal klar ist, ja? Und Sie sollten das genauso tun wie diese Herrschaften da oben.